Peter Wright steht auf 148. Braucht jetzt nochmal eine Triple 20. Zündschnur läuft. Doppel 14 für Peter Wright fürs erste High Finish. Und das spielt der Peter Wright. Auch im zweiten Satz spielt er das Break. Peter Wright und wie? Ja. Peter Wright wieder mit einer hohen Zahl, wieder mit einem High Finish möglich für den Satz. Immer noch möglich, Triple 18. Die passt. Bullseye. Der ist sowas von mittig gesetzt von Peter Wright. Er gewinnt ja auch Satz Nummer 2. Triple 19. Bullseye. Bullseye. Bullseye 167. Und das vielleicht so ein Wake-up-Call von Michael Smith, um wirklich in diesem Finale anzukommen. Er ist immer noch ruhig. Zeigt jetzt nicht die Wut, die er wahrscheinlich hat auf sich selber. Bullseye auch für Peter Wright. Und das wäre jetzt so typisch. Ja. Oh mein Gott, Peter Wright! Aber der wirft an fürs Match. Peter Wright wirft an für den WM-Titel. Er kriegt noch einen rein, aber der Druck ist immens auf dem Bully Boy. Der ist wirklich immens. Bitte halten Sie an sich. Peter Wright auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel. Und der Bully Boy kommt nicht mehr ins Scoring. Der Bully Boy kommt nicht mehr ins Scoring. Der Bully Boy ballert nicht mehr. Ja, Peter Wright ist da. Peter Wright ist da und wie? 140. Peter Wright steht auf einem Finish. Steht auf einem Finish, um dieses WM-Turnier zu veredeln. Will eine 100 werfen. Geht nicht diesen Finishweg über Bull. Will einfach eine 100 für 32. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwer. Aber er erwischt. Er spielt genau das. Ja. Und mit der nächsten Aufnahme kann Peter Wright hier seine Karriere erneut champagnisieren. Er kann sich wieder die Krone des Darts aufsetzen. Peter Wright sei der König der Welt und der Darts, er sei sein Recht. Was für ein Comeback hier von Peter Wright. In diesen letzten drei Sätzen, er lag 4:5 zurück, 0:2 in den Legs im 10. Satz. Und dann dreht er auf im Stile eines Champions und holt sich zum zweiten Mal die Sid Waddell Trophy, die begehrteste Trophäe im Darts. Und bei aller Freude für Peter Wright ist es erneut ein bitterer Schlag für den Bully Boy, der nach 2019 sein zweites WM-Finale verliert. Ja. Das ist bitter für ihn. Und Peter Wright, guck dir das an. Wieder sehr emotional das Ganze. Peter Wright, das sind jetzt Momente, da zieht das ganze Dartsleben an einem vorbei. Die Welt um ihn herum hält kurz inne. Und die Sportlerseele des Peter Wright, die macht sich hier mit diesem Moment unsterblich. Phil Taylor 14 Mal bei der PDC, Michael van Gerwen 3-mal, John Parr 2-mal, Gary Anderson 2-mal, Adrian Lewis 2-mal und jetzt auch Peter Wright zum zweiten Mal PDC Darts Weltmeister. Seine Geschichte war vor Jahren fast vorbei. Und jetzt schreibt er ein ums andere Mal Geschichte bei den großen Turnieren, bei den Weltmeisterschaften.
Peter Snakebite Wright. War vor zwei Jahren mit 49 Jahren der älteste Spieler, der jemals seinen ersten WM-Titel holte. Und jetzt mit fast 52 holt er ihn erneut.